Moin Moin, euer Sky Reader am Start und willkommen zu heute dem nächsten und ja, ich glaube dritten Achtelfinale, ne Quatsch, Viertelfinale, das zum dritten Viertelfinale, genau, und zwar spielt heute Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Ich bin auf jeden Fall gehypt und gespannt und ja Leute, letzte Woche gab es keins, weil ich an dem Sonntag, ich nehme ja immer Sonntag oder Montag auf, da hatte ich ihr Bauchschmerzen gehabt, deswegen konnte ich dann, ne? Und ja, deswegen hat sich das nochmal um eine Woche verschoben. Sonst wäre das Finale jetzt schon am 7. oder so gewesen. Und ja, mein Stift ist auch wieder hier am Start. Das ist mein Flo. Weil mein roter Stift leider kaputt ist. Der geht leider nicht mehr. Ihr seht ja hier den roten Stift. Und ja, Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, wegen der Auflösung vom Orakel letzte Woche, ich mache das jetzt immer am Donnerstag, Leute. Zum Image Bundesliga Orakel am Donnerstag. Und am Freitag geht es wahrscheinlich wieder mit 4:17 ein Orakel mit dem Leben und ja Leute, oh Gott, ich sehe gerade Bremen, ich spiele ja gerade, muss ich kurz weglegen. So Leute, fangen wir an mit der ersten Karte und die kommt von FC Bayern München, Douglas Costa, Leute. Die erste Karte, die wir jetzt ziehen, Douglas Costa, ne, da wird der Douglas ausgesprochen, Leute, genau, Douglas wird er ausgesprochen, aber ich sag Douglas, Club 100. Sehr, sehr krass. In der ganzen Stapel hier sind zwei Club 100 vorhanden. Einmal Douglas Costa und einmal Karim Bellarabi von Leverkusen. Also zweite Karte ist ja von Stuttgart, sind auch mittlerweile erster Platz in der zweiten Liga. Ich glaube, dass sie es auch wieder schaffen werden, aufzusteigen. So, hier nochmal Leroy Sané und Max Meyer. Und der gute alte Maxim Choupo-Moting. So, von Dortmund hier ein Torjäger, ne? Ja. Wenn ich den Klammer jetzt hier, muss ich glaube den Levin grüßen. Das ist standardmäßig. So, oh, Werder Bremen hat zugeschlagen. 1:0. Wer hat geschossen? Asani Lukimia. Erzielt das 1:0 für Werder Bremen. Ja, Eintracht Frankfurt ist ja auch in Real Life schlechter geworden. Ja, die ist schade eigentlich. Die waren dritter Platz. Also, und jetzt, naja, ich weiß nicht. Die haben auch gegen Ingolstadt 2:0 verloren. 3, 4, 5, 6, 7. Karte. Ist auf jeden Fall noch alles drin. Und wir ziehen von Gladbach, die haben ja gegen Leipzig verloren 2:1 am Sonntag, also vor uns. So, nächste Karte ist hier von Patrick Fabian. So Leute, nächste Karte. Außerdem drehe ich sowieso irgendwas mit 16, 17 Uhr. Die spielt auch glaube ich noch. Die spielen glaube ich noch, oder? Leipzig? Spielen noch? Ich glaube ja. 2, 3, 4. Es steht gerade 2:1, deswegen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karte. Also Frankfurt müsste ich mal langsam beeilen. Xabi Alonso ist hier der nächste Spielmacher. So, die nächste Karte kommt hier von wieder von Gladbach und das war's eigentlich schon. Leute, das müsste es gewesen sein. Das müsste es gewesen sein. 2:0 für Werder Bremen. Ja, Leute. Die nächste Karte kommt hier von Hannover 96. Albornoz. Ist hier noch eine Karte? Nee. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karte. Und die kommt hier von FC Augsburg. Ich glaube, die haben aber noch eine limitierte Auflage, ne? Also damit könnten sie es doch vielleicht noch reißen. Oder vielleicht ein Matchwinner, um Ausgleich zu erzielen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, Quatsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, und das ist jetzt schon die letzte Karte. Uiuiuiui, ist das spannend. Oder ein Duo, das wäre auch nochmal eine Option. Ich habe ein Offensivtrio, Leute. Ich habe ein Offensivtrio. Aber es ist nicht von Frankfurt, sondern von Augsburg. Und damit gewinnt hier Werder Bremen mit 2:0 durch Felix Kroos, den Bruder von Toni Kroos, der jetzt bei Union Berlin spielt, und durch Asani Lukimia. Herzlichen Glückwunsch, der erste Halbfinalist von der zweiten, also vom Halbfinale Nummer 2 steht fest. Nächste Woche ist das letzte, aber ich will ja natürlich noch das Ergebnis eintragen, Leute, in meine schöne Liste, in meinen schönen Überblick. Das ist noch von AM, Leute, das ist echt alt, das Teil, uralt. So. Ja, wenn ich genug Geld hätte, dann würde ich sowas auch mit den Boostern machen, anstatt Rematch. Aber okay. Aber das Geld wächst halt näher an Bäumen, ne? So Leute, ja, wie gesagt, Frankfurt raus. Guck mal, wie viel wir schon gezogen haben von denen hier. Ein Matchwinner von
Zambrano. Die werde ich jetzt einfach mal in die Stapel einsortieren, Leute. Weil das ist ja, brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So, Leute. Das tue ich schon auf jeden Fall noch in meine Mappe reinmachen, weil die ja raus sind. Und Werder Bremen, guckt euch an, wie viel Werder Bremen schon. Alter, ey. Fleischschutz der Werder Bremen. Guckt euch an. Hier wieder eine Auflage. Vielleicht gewinnt ihr auch Werder Bremen. Aber nächste Woche, ja, Hamburg ist ein sehr starker Konkurrent, wie ich finde. Hamburg, die spielen nächste Woche gegen Darmstadt. Die Hamburger. So, ja, wie gesagt, Frankfurt raus. 2:0 haben die gewonnen. Bremen. Und ja, Sieger von V3 gegen Sieger von V4. Genau. SV Werder Bremen. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, würde ich mich sehr über eure Daumen freuen. Ja, wenn ihr kein Rematch den Filmkall oder sowas ähnliches, nämlich oder Bundesliga, Rematch Bundesliga oder Hacke nicht mehr passen wollt, würde ich sagen, abonniert meinen Channel, ist kostenlos. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Mal gucken, was es morgen gibt. Ja, wenn dann Let's Play oder mal Update, mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Schaut rein und ich würde sagen, bis morgen. Skywalker. Mop.